Und da geht's mal in den nächsten Abschnitt rein. Aber merken wir uns mal. Rabenschau auf das nächste. Huch. 77% entdeckt. Hallo Captain, wir haben den Laderaum des Luftschiffs wie vorhin verstärkt. Jetzt müssen wir das Schwert nur noch unter Deck schaffen. Keiner von den Jungs soll in seiner Nähe sein. Es sind Feiglinge. Wir kriegen wohl, wofür wir bezahlt haben. Die Geschichte, die sie erzählen, wie Spukgeschichten von Kindern, ist schlechte. Zu schade, dass ich mir beim Tragen von diesem Metfass den Rücken verknackst habe. Sonst würde ich es selbst machen, und wie wir gerade von Fass reden. Ich hätte schwören können, es hat geflucht, als ich es unter Deck abgestellt habe. Vielleicht werde ich auch verrückt. So oder so, wir schaffen es schon irgendwie an Bord. Ich melde mich, wenn wir Abflug bereit sind. Boank. So, verpassen wir uns mal alle mehr Abwehr. Kollektive Heilung. Fähigkeiten. Sammelstreich. Ja. Ihr habt keinen Mana. Boing. Mehr Eile. Eile mit Weile. Au. Dong. Voll auf die Glocke gegangen. 82 Crit, das ist auch schon mal cool. So, Eisschwall. Unterkühlt. Stachel. 128 Bluten? Boah. Geh dann mit dem ab. Krasse Action. Aktion. Bang. 20 LP, also na, magisch gesehen ist er ja eigentlich echt scheiße. Da macht ich viel Schaden. Eisschwall, 45 magischen Schaden. So ein Stachel. 128 Bluten. Die brennen wohl. Tja, 128 Blut. Superkraft. Fähigkeiten. Nein! Ach Mann. Willst du mich ärgern? Die wollen uns alle ärgern, habe ich das Gefühl. Wird doch ein bisschen schwieriger jetzt. Ja! Ohne Wiederbelebung. Definitiv brauche ich eine Wiederbelebung. Fähigkeiten. Arkanes Geschoss. Boom. Na komm. Jetzt noch einmal, komm. Boah, ey. Das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. No. Hier. Wenn jetzt zu ihrer Reparatursequenz den Panzer reparieren. Reparatursequenz, verbreite überall Liebe, brenne die Welt nicht. Verbreite überall Liebe und Frieden. Oh nein, mein Bewusstsein stürzt, ich fühle es. Wow. Eine Susi-Panzerung und ein Susi-Kern. Cool. Guck mal, kann ich hier noch mal ein bisschen. Nur bringt mir ja auch nichts alles. Ich habe keine neuen Rezepte gefunden. OEM Energiezelle. Oh, da fehlen mir aber noch ein paar. Okay.
Ah, oh, ist wieder so ein Heiler. Ja, naja, machen wir wirklich hier Superkräfte. Erstmal Dong. Ah, ein Heiler wieder. Fähigkeiten, kollektive Heilung. Wow. Danke. Bzzzt. Voll gebritzelt. Gebrutzelputzelt. Aua. Stachel. Ja, unterkühlen. Mach ihn platt. Geht doch. 9,93 Krit nur. Das ist wenig. Ich esse einfach. Das ist echt wenig eigentlich. Oh, habe ich schon mal den Heiler platt. 81 Krit. Schön. Und der Streich. Sehr schön. Dann haben wir die schon mal. Es war unklug, nicht auf die Verteidigung zu achten. Weiter in Stufe 11. Okay. Die beiden nochmal. Meisterschütze, gepanzerter, schwerer Kanonier. So. Beschwören wir dann nochmal die Tentakel. Bong, 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 bong. Muhahaha. Nur 17 bluten. Schade. Und? Guck mal, der erste ist schon mal weg, das ist schon mal gut. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Kämpfen, kämpfen. Kämpfen und kämpfen. Ja, nochmal einen Tennisball dahin werfen. Die Welt mit Runde 2. Nein, danke, heute nicht. Erdbeben erschlossen und 2 Vorteilspunkte. Sehr schön. Kann ich die auch gleich verwenden oder habe ich da noch keinen Platz mehr für? Ah, diese. Ah, 23 Eile. Eine Ausdauer nochmal erhöhen hier. Ah! Boah, da steht ja was hier. Moi. Gehen wir mal da hoch. Oh, muss das sein? Hohoho. Jetzt kommt wieder Geschützgeläut, Alter. Jetzt geht's los. Aktion. Machen wir mal alles raus, was geht hier, ne? Fähigkeiten. Erdbeben. Ah. So. Stachel. Boom. Boom, Baby. Oh, ich hasse die Viecher. Aktion. Muss wir mal erhöhen hier alles. Fähigkeiten Sammelstreich. Auch schon mal gut. Abwehrschlag. Hohoho! Aktion, Stachel. Ah, guck mal, da steht Stufe 1. Kann es sein, dass es. Ah, bestimmt. Oh. 54, das ist schon mal gut. Superkraft.
mein Schild. Sehr schön. Hahaha. Boah, schon mal ein bisschen, fühle mich jetzt schon mal ein bisschen besser, ja, mit dem Schild und so. Stachel. Hast du schon mal dreimal Bluten drauf, das ist auch schon mal gut. Fähigkeiten. Kann ich denn? Da, Kriegsklinge ist gut. Eis, weil noch langsamer gemacht. 49 Bluten, das ist doch auch schon mal schön. Fähigkeiten abverschlagen. Oder mach ihn platt. Komm, mach ihn kaputt. Nein. Aber jetzt. Boah, danke. Boah, ich hasse die Viecher. Ich hasse sie echt. Und dann noch niemand Level abgereiht bei Garrison. Binnengrab, Riesengras, Platte. Na komm. Ha! Habe ich den doch noch erwischt. Auch beide sogar. Cool. Sehr schön. Machen wir jetzt mal unseren Schild hier. Dann sind wir erst, machen wir erstmal Ruhe. Eisschwall, Eiswall. Schwall, Wall, Wall, Schwall. Ach, keine Ahnung. Nee, mach ich nicht. Lass den Apple mal weg. Eisschwall. So, doch richtig, Eisschwall. Bumm. Das ist der erste schon mal weg. Das werdet ihr bereuen. Natürlich werden wir das bereuen. Wir werden das auch immer bereuen. So, Arkane Kugel. Bam. Stachel. Und ein bisschen taktisch vorgehen, dann geht das, ist wirklich echt einfach. Naja, was ist taktisch? Im Endeffekt ist es eigentlich immer nur A drücken. Gegner verlangsamen ist auch schon ganz cool. Wenn wir den jetzt noch dreimal Stachel drauf machen, dann kriegt er nachher wieder seine 50 Schaden da. Aber 34 ist er schon. Boah. Und das war's schon. Immer dasselbe. Vorsatz des Kriegers erschlossen. Okay. Das ist auch schon mal gut. Ah, oh, 3 Punkte. Das wird ja nichts. Okay. Kann man auch wieder angeln. Überall kann man angeln hier. Na, ich meine, so eine Fischerhütte da, so eine Ortschaft direkt am Meer und man könnte hier nicht angeln, das wäre aber auch ganz schön traurig dann. Aber warum es Angeln immer geben muss in den Spielen, das verstehe ich nicht. So, jetzt muss ich gucken. Wo da hoch? Na, hahaha. Ach was, komm, ich hab schon Teleporter. Zack. Leuchtfeuer! Koordinaten trianguliert. Lieferung steht bereit für die Zustände. Ihr wappnet euch da ihr nicht fest, was kommt. Achtung, sie ist unterwegs. Oh! Aha. Meshstab. Golemquetscher! Wie cool! Das ist aber doch gut, dass ich das nicht gekauft habe.
Es ist aber. Gib mir wieder so viel Leben flöten und Oh, das ist gut. Steigert die Ausdauer um 8,43 und die Angriffsstärke um 21. Boah. Geile Sache, Alter. Cool. Hahaha. Epic. Alter, epic. Jetzt gibt's ja noch Rätsel. Gitti. Oh, ernsthaft? Da ist auch wieder ein Schatzmonster. Nein! Ach was. Mal kein Schatzmonster. Ist ja auch was hier. Okay. Da. Können wir nichts, weil wir müssen darüber, glaube ich, irgendwo, ne? Ja, guck mal, da kommen wir doch schon mal hin. Das sieht schon mal gut aus. Ja, das sieht auch schon mal gut aus. Und dann Stern, was hat das Stern zu bedeuten? Weiß ich jetzt nicht. In diesem Spind findet ihr einen briefdurchweichten Brief. Frieden ist Silber, Schweigen ist Gold. Anscheinend gibt es meist Silber in der Spelunke. Die Idioten stehen grundsätzlich auf den Schnaps und den Schotter. Vergiss aber immer, wie das eine das andere macht. Mit Hilfe der Wissenschaft schließt ihr Meisterschaft, das ein Wort der lose Macht lautet. Ihr speichert diese Information zwecks späterer Verwendung. Eines der Wörter ist Macht. Wie ich schon sagte, nicht die hellsten. Wir haben, was wir brauchen. Gehen wir zurück zum Eingangstor. Okay. 100% entdeckt. Ah ja, gut. Nein. So. Nee, das war falsch. Das war falsch. So. So, das ist richtig. Bleib hier. Nicht abhauen. Danke. Ui. Oh, ah. Da ist noch eine Truhe. Ach ja, das ist ja mit dem Gefängnis und so. Ja, nö, ja. Das ist bestimmt ja dieses Schatzmonster-Gedöns. Da will ich nie hin. Und Losung. Geld. Macht. Losung, Ruhm, Macht, Geld. Tor wird geöffnet. Ah, sehr schön. Nichts. Zack. Gibt bestimmt gleich ein Boss. Sein Dungeon. Ja, siehst du, da ist der Stein. Da ist er, der Stein. Ja, natürlich wollen wir uns heilen. Hier auch noch was? Ja, da gibt es auch noch was. Für Zaubertisch wäre mal cool gewesen hier noch. Aber leider nein. Okay, dann werden wir jetzt diesen großen, schrecklichen Boss mal stellen. Also gleich, wenn wir da sind. Ja, da geht es auch noch hoch. Wow. Teile, Teile, Energiezelle. So viel Schmodder. Hier? Hier auch noch? Nein. Okay, jetzt geht's hier hoch. Hallo Leute, kam es euch nie ein wenig zu leicht vor, hier reinzukommen? So, als hätten wir euch gelassen. Halt, kein Vortrag, Sterik, halt einfach die Klappe.
Ich musste euch nur so lange aufhalten, bis das Schiff nach Totenwacht beladen war. Du Idiot, das sag ich nicht, wohin es fährt. Mann, hör auf damit. Ich versuche hier bedrohlich zu klingen. Wow. Schalte einfach das verdammte Ding ab, du Trottel. Big Boss. Kriegsgolem Ulan. Dorn. Oh. Ah, okay. Dann verlangsamen wir ihn erstmal und fügen ihn komplett bluten zu. Ja, Sammelstreich erstmal. Oh. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. 1000. Was? 107 LP. Apfelschlag. Eischwein. Also ich muss gucken, dass ich mein Schild aufrecht, den Schild aufrecht erhalte, sonst. Au! Das tut aber verdammt weh. Das tat aber wirklich verdammt weh. Haha, mein Lieder, er gesagt so ein. Hört sich okay, das kann noch eine Weile dauern. Okay. Boah. Nehmen wir jetzt noch mal ein Schild. Also jetzt haben wir erstmal einen guten ordentlichen Schild und jetzt können wir ja mal gucken, dass wir irgendwie mal ein bisschen vorankommen hier. Nicht weg, Kriegsklinge. Fähigkeiten. ...75 LP. Hm. Zeig Schäde. Vorsatz des Kriegers. Okay. Zerbrechen. Aber das ist jetzt dann nur in der Verteidigung, das ist ja auch schon mal gut. Boah. Was? Vergeltungsangriff? Oh, oh, zum Glück hatte ich mein Schild. Boah, was bin ich froh, dass ich jetzt an diesem Moment mein Schild hatte. Das finde ich gut. Ich echt cool. Naja. Aber immerhin okay, dann kommt er jetzt mal wieder ein bisschen Schaden rein. Dorn hat er auch weg. Oh, Stacheln sind weg. Oh. Schade. Boom! Technomat, bisschen Vorteil erschlossen. Technomant. Cool. Boah, ey. Aber eigentlich relativ einfach. Also für den Boss fand ich den Buschen zu einfach, muss ich sagen. Gruben, eiserne Panzerung, dunkel, eisernes Schildbruchstück. Systemunterbrechung. Aktiviere Notfallroutine. Selbstzerstörung steht unmittelbar bevor. Der Golem wird explodieren. Wir können es nicht verhindern. Vergesst verhindern. Lauf! System abgeschaltet. Er hat es selbst verhindert? Sicher, vielleicht hatten wir Glück. Wäre nicht das erste Mal. Was, Schwertkämpfer? Vermisst? Na, ihr seht aus, als könntet ihr Hilfe brauchen. Monika, es geht dir gut. Natürlich. Sag mal, Noel, war's gemütlich in dem Fass? Für ein Fass war es nicht schlecht. Warte mal, du... Du konntest dich ausruhen.
Ich bin diesen Versagern in der Hoffnung gefolgt, ein Schiff zu stehlen. Aber wir müssen wohl eine Weile hier bleiben. So ist es. Die Banditen sind Söldner, die für jemanden Artefakte sammeln und die Leute von der Insel fernhalten. Sie sind die Schweine, die uns abgeschossen haben. Und jetzt haben sie ein Artefakt, das zu etwas namens Totenwacht unterwegs ist. Die Banditen sind ein Problem, aber wir müssen den finden, der sie bezahlt. Wenn wir Totenwacht finden, dürfte die Person, die das Gold hat, nicht weit sein. Monika, hast du etwas gehört, als du den Banditen gefolgt bist? Oh, ich habe eine Menge gehört. Ihr Boss ist irgendeine irre Zauberdame. Dunkel. Schwer zu sagen, ob sie Angst vor ihr haben oder trunken vor Liebe sind. Jemand ist eifersüchtig. Wie bitte? Monika, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Puh, von mir aus. Suchen wir diese Dame in Totenwacht. Und dann nichts wie weg von hier. Juhu! Wir haben noch Monika erhalten. So, öffnen. Mischstab. Schon wieder. Hab ich doch schon. Warte mal. Ein leises Summen. Cool. Ja. Okay. Ist hier noch was? Anscheinend nicht, ne? Okay. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier rauskommen. Kommen wir denn jetzt hier raus? Wie will ich raus? Müssen wir jetzt wirklich wieder ganz runter? Scheint. Okay, dann gehe ich jetzt hier nochmal raus. Gehen wir nochmal hier raus. Dauert jetzt eine Weile, bis wir hier unten sind. Nee, hier runterfallen hier. Geht nicht? Nein, oh, geht nicht. Ui. Schneller. Schneller. Oh, oh, danke. Oh, Menschenskinners. Ja, den Dungeon verlassen. Okay. Ja, das war's dann jetzt erstmal. Ne, das war's. Ja, genau, das war's jetzt erstmal. So, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Wir machen jetzt erstmal wieder hier ein Päuschen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Battle Chasers, Night War, und damit wir es erfahren, wie es weitergeht. Bis dahin, auf Wiedersehen, alles Gute und tschüss.